Dieses Spiel ist von humorvoller Natur und versucht nicht, jemanden zu beleidigen. Alle Charaktere und Ereignisse im Spiel sind fiktiv, auch wenn sie es nicht sind. Es können Schimpfwörter und Gewaltszenen im Spiel auftauchen. Zumindest hoffen wir das. Ja, und damit... Oh, ich mag das gar nicht glauben und zu sagen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Oh mein Gott, das ist so surreal, wenn ich das sage. Zu einem Let's Play. Oh Gott, nein, nicht im Stream, nicht live, sondern... Hier alleine vor dem Rechner sitze ich gerade und hab's mir gemütlich gemacht, mummel mich ein. Und damit herzlich willkommen zu Brief Edge. Wir haben das mal im Stream gespielt, das ist aber schon ewig und drei Tage her, dass wir das gespielt haben. Und, es ist lustig, auf jeden Fall. Ich gehe nochmal eben schnell in die Einstellung, die Musik ist doch ein bisschen sehr laut. Ich mach mal so. Und ja, was wollte ich gesagt haben? Wir haben das, wie gesagt, mal im Stream gespielt. Es ist, wie gesagt, ewig her. Und es hat einen sehr, sehr schwarzen Humor. Und tatsächlich ist es ein Survival-Game. Und bevor ich mich jetzt hier lange im Menü rumlabere, man sieht auch unten links, ist es immer noch Early Access Version. Version 0.9.3.2. Und wir sind dieser junge Mann hier, der sehr motiviert aussieht. Und... Ich würde sagen, wir drücken mal Spiel, beginne ein neues Spiel oder lade eine Datei. Nein, wir machen ein neues Spiel. So, jetzt haben wir hier, ich habe wie gesagt schon länger nicht mehr gespielt und wollte jetzt einfach mal wieder vor allen Dingen ein YouTube-Video aufnehmen. Und weil ich noch nicht genau weiß mit der neuen Arbeit, wie die Arbeitszeiten sind und jetzt habe ich gerade Zeit gefunden und dachte mir, komm... Nimm's mal auf, probier's mal. Ich weiß noch nicht, wie lange es geht, wie viele Folgen es werden. Ich nehme es einfach erstmal auf und dann, und dann schauen wir einfach mal. Name des Spiels, wie nennen wir das denn? Dieter on Tour. So, alleine wegen Dieter Donnerlunte, ne, für die Leute, die ihm... auf YouTube jetzt nicht wissen, was los. Schaut einfach mal im Stream vorbei, wenn ich mit Dieter Donnerlunte unterwegs bin. Bei tatsächlich ja, SnowRunner. So, einen leeren Speicherplatz und wir haben mehrere Sachen an Spielmodus. Standard. Der beste Spielmodus ist ein Moderator. Geschichte, Schwerpunkt auf Handlung. Unendlich Parameter, Tod trotzdem möglich. Keine Errungenschaften. Unmöglich, dauerhafter Tod. Keine Hinweise, es hat keinen Sinn, deine Zeit damit zu verschwenden. Frei. Keine Einschränkung oder Tod. Alles verfügbar, keine Handlung und Errungenschaften. Nein, wir spielen natürlich Standard und es gibt sogar ein Intro, sehe ich gerade. Hier kann man ein Intro überspringen. Und wir spielen natürlich den Standardmodus. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon ein Intro gab. Das kann ich gar nicht mehr sagen. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt erstmal los. Und dann schauen wir mal, was uns im Intro erwartet. Bis gleich. Nach diesem sehr anzüglichen Ladebildschirm. Was, von dem Macher von Matrix gab es in letzter Zeit nichts Neues? Was zur Hölle? Die Suche nach der... Was? Schiffsart? Was? Direktor wird hier überhaupt nicht benötigt. Was? Das Team von... Was? Radius Softworks ist kategorisch gegen das Rauchen. Das in Zeitungen und anderen, was das in Zeitungen und anderen Krankheiten für laute Schlagzeilen sorgt. Und deshalb empfehlen wir dir, diese gefährliche Zigarette in der Kralle des Roboters durch etwas Nützliches zu ersetzen. Ja, Zensur? Nein, lass ihn rauchen. Here you are again. Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Remind him, R2-D3. Oh. You tell us all you know from the beginning. No lie. Confirm?
setz einen trotzigen Blick auf und spucke ein Stück Eisen ins Gesicht. Was? Au! You tell us all from the beginning or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Ja, Spucke war eine lustige Idee. Das sind wir uns einig. Du erzählst besser zuerst deine Geschichte. Du kannst trotzdem einen rotzigen Blick dabei aufsetzen. Es ihm erzählen. Nee, spuck erstmal. You tell us all from the beginning or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Ja, komm. Jahr 2073. Somewhere. On the outstrikes of the universe. Interstellare Liner. Unnamed. Green Universe Broccoli Attacks, was? Oha. Brief Edge. Chapter 1. Lost in Space. You lied to me. Logo was impossible. Could not see the shuttle from space. Tell truth, no lie. Confirm? Ja, natürlich. Okay, setze deine definitiv ungeschönte Geschichte fort. Greetings. I'm your funerary spacesuit's built-in guide to the world of space funerals. Before we start communicating further, confirm that you are still able to read after the impact. Okay. Splendid. You've gotten into a non-standard situation. The Breath Edge Global Funeral Agency is proud of its impeccable history. However, your death may cause the loss of its reputation. Therefore, we suggest that you stop the gas leak and survive. To stop the leakage, you'll need an object without any holes. So, wir haben das Leck gestopft. When picking up any useful items, you can stuff them in your pockets, calling it an inventory, if you will. Okay, warte mal, ich muss jetzt mal gucken, weil wir rumfliegen durch die Gegend. Ich muss jetzt mal das... Nein, ich will das... Warte mal, wenn sie einen nützlichen Inventory, wie gehe ich aufs Inventory? Ah, hier, benutzen. Try not to get your funerary space ticket somewhere except for your face. You deserve some words of encouragement. That's impressive. You've almost won. Jawohl. Remember that the funerary spacesuit isn't designed for long-term use of persons or animals in outer space. It is recommended to immediately call for help on the interphone, improve the spacesuit, or become depressed. Okay, viel Information auf einmal. Ich muss ein bisschen tatsächlich mal eben kurz nochmal schnell in die Einstellung. Sorry, weil erstens der Sound ist doch mega laut immer noch, finde ich. Musik ist ganz cool. Aber es muss ja auch noch ein bisschen quatschen können. So, wir waren oder sind auf diesem Raumschiff unterwegs gewesen, wenn ich das jetzt richtig so gesehen habe.
unseren, ja, Vater, war es unser Vater, glaube ich, zu beerdigen oder so. Und ich hoffe, es läuft alles ruckelfrei. Und ja, wir, was teuer ungefiltert, dunkel, geschmacklos und alkoholfrei. Etwas, das von Opa nur wegen seines Labels gewählt wurde, obwohl er immer geleugnet hat und das Gesicht verzogen hat, wenn er sich an diesem Mist verschluckt hat. Was steht da? Trinke den Traum, Hühnerrülpser, dunkel. Okay, also unseren Opa, genau, wir wollten unseren Opa quasi, wollten wir beerdigen oder beziehungsweise wegbringen zur Beerdigung. So, und dann ist aber irgendwas Schreckliches hier passiert. Und was da passiert ist und wie wir uns um Überleben kämpfen, das finden wir hier dann raus. So ein Bild. Eines der letzten Fotos von Opa, der sich bis zu seinem Tod nicht von dem Huhn getrennt hat. Er mochte sich selbst hier sehr und ich konnte es nicht anders, als dieses Foto in einem Rahmen zu stecken. Der Opa sieht aber noch sehr, sehr depressiv aus, wenn ich das mal so sagen darf. Alkohol! When you discover a new blueprint of an item, it is automatically added to the memory of a processor in the kitchen, where you can create this item using the necessary resources, probably. Was haben wir hier? Rauchen kann töten. Rauchen im Weltraum kann einen noch schneller töten. Aber nur wenige Menschen lassen sich von einer solchen Kleinigkeit wie einer Sauerstoffexplosion aufhalten. Opa rauchte sein ganzes Leben lang, aber nur in seinem Raumanzug, wo er einen speziellen Art der Filtration und Luftzufuhr konfigurierte. Okay. Gut, nehmen wir mal alles mit. So, hier haben wir noch Sachen. Was müssen wir denn jetzt machen? Also, finde die Sprechanlage oder werde depressiv. Was? Ich gucke mich nochmal ein bisschen um. Was haben wir hier? Bohrer-Blaupause. So, Großvaters Garage war voll von solchen Blaupausen. Mit ihm konnten sogar Hamster einen kleinen Hubschrauber für sich selbst zusammenbauen, wenn er den Willen eines Kreuzschlitzschraubendrehers hätte. Okay. Stück Wahrheit Nummer 23 heißt das. Grünes Universum Brokkoli-Angriff. Auch schön. Aktivisten vom Grünen Universum versprechen neue Terroreinschläge, wenn das, was, Begraben von Fleisch jeglicher Art im Weltraum nicht verboten wird. Ach schön, was ist das denn, eine Banane hier? Auch schön. Eine Seite aus dem berühmten und einzigartigen galaktischen Zeitung Stück Wahrheit. Sie erscheint seit langem und zeichnet sich durch ehrliche Offenheit und Saugfähigkeit und Weichheit des Papiers aus, was sie zu einem unverzichtbaren Stück trashiger Literatur nach dem deftigen Abendessen macht. Okay, was haben wir hier? Berühmte Autoausstellung entpuppt sich als Tarnung für Kannibalen-Streifenhörnchen. Was? Warum ist der Störfaktor unangleichmäßig? Das Geheimnis der Langlebigkeit. Ah ja. Was steht da unten? Auf Särge 60% Rabatt steht hier unten noch. Toll. But the probability of the liner crashing due to a terrorist attack is 65%. So, was haben wir hier wieder? Zigaretten. Eine Packung der beliebten Zigaretten der ganzen Galaxie mit Urknallaroma. Du kannst damit Lagerfeuer anzünden, Blutflecken von Hemden entfernen, Zäune streichen und Enten füttern. Rauchen wird nicht empfohlen. Ich finde schön, dass das Spiel sich nicht ernst nimmt. Das war ja damals schon so. So, wir suchen erstmal weiter hier und schauen uns erstmal um. Raum 0, 2012, Wahnsinn, ist ja lange her. Ein Bild mit den Autogrammen der besten Freunde Großvaters. Es ist aus der Zeit, als ihre verrückte Bande mit ihrer, wie sie es nannten, Weltraum-Odyssee weitermachten, die fast ein Jahr dauerte und sie auf die schwarze Listen der meisten Bars auf dem bewohnten Planeten setzte. Sie waren wirklich coole Typen. Aber alle bereits tot. So. Also wie gesagt, ich schaue mich jetzt erstmal um. Okay. Alle Fotoalben zu Hause mit den Bildern vom Huhn gefüllt. Ein Porträt mit dunklem Hintergrund. Ein Porträt mit hellem Hintergrund. Eine Masteraufnahme im Regen. Ein Foto davon, wie es heroisch auf dem Stuhl sitzt. Das Familienerbstück gehört jetzt mir. Und ich kann es nicht einmal loswerden, indem ich es jemandem gebe. Okay, ich werde jetzt hier nicht alles, glaube ich, voll. Was ist das denn? Das war es nicht wert.
diese unsterblichen Vogel Blasen ins Gesicht zu blasen. Die Schule wollte mich nach dem Rennen als Sprinter anmelden. An diesem Tag bin ich geflohen. Schön. Oh, vielleicht lese ich doch alles vor. Ein gutes Foto. Es wurde 2 Jahre vor Opas Tod aufgenommen. Die Jacke hatte ihm überlebt und wird wahrscheinlich auch mich überdauern. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir unseren Opa mochten oder nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Raumanzug platzieren. Okay, wir haben Raumanzug an. Können wir den... Ach, wir können... Ach, guck mal. Wir können unseren Raumanzug platzieren. Das ist ja super. Hier können wir noch was benutzen. Was haben wir hier? Ein Buch. Ja, genau. Das hast du richtig erkannt. Es ist ein Buch. Es hat Seiten innen. Buchstaben und Zahlen auf die Seiten. Es hat auch zerknitterte Ecken und Spuren von Fingerfett. Es riecht nach einem Buch, sieht aus wie ein Buch, schmeckt nicht anders als ein Buch. Ach schön, ausruhen, okay. Was haben wir hier noch Schönes? So, zu Hause. Opa konnte nicht ohne den Weltraum leben, aber er liebte sein Zuhause sehr, wie jeder Astronaut. So, herzliche Glückwünsche zum Geburtstag, Opa. Mann. Meine Vorstellung von Sternschiffen in der Kindheit unterschieden sich nicht wesentlicher von meiner Kenntnis von ihnen heute. Ich habe dieses Meisterwerk mit 6 oder 7 Jahren gekennzeichnet und bin immer noch stolz drauf. Okay. Was haben wir hier Schönes? Mein Großvater. Ich weiß nicht, wann ich es genau lackiert habe, aber ich erinnere mich, dass die Kollegen meines Großvaters sich kaputt lachten und es Alko-Lenin genannt haben. Warum er es über seinen Bett aufgehängt hat, ist mir ein Rätsel. Na gut, auch können wir noch öffnen. Container, achso. Ja gut, da gucken wir später mal rein. Ich würde jetzt erstmal hier die ganzen Sachen erstmal mitnehmen. Was ist das? Diese Katze. Harry, der Kater meiner ersten und letzten Haustier, war stolz und brav. Sogar das Huhn respektierte ihn, schätze ich. Zumindest hat sie mich mehr angegriffen als ihn. Okay. Was haben wir... Was ist das denn mit... Mann, 2030. Ich war schon immer gut aussehend. Obwohl mein Bart meiner Kindheit nicht so dick war, wurde er im Alter von 3 Jahren besser. Was zur Hölle? Okay. Liebe, ach, das Huhn und der Opa. Das Huhn wurde in unserer Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Aber sie liebte Opa noch mehr als Würmer, glaube ich. Opa erwiderte immer die Zuneigung. So, was haben wir hier noch Schönes? Dragbier. Dragbier, okay, natürlich. Der billige Fusel, der von allen Weltraumhunden getrunken wird. Niemand weiß, aus welchem Abfall dieses Material gebraut wird. Dennoch zeichnet sich dieses Bier durch einen angenehm milden Teergeschmack und den Duft von frischen Stachelschwein... Was? Stachelschweindung aus? Was? Stachelschweindung aus? Ich hab gedacht, ich hab mich verlesen. Physikbänder, okay. Eine seltene Ausgabe der Physik in mehreren Bänden. Man sagt, dass derjenige, der alle 50 Bücher liest, die Person wird, die alle diese Bücher gelesen hat. Okay. Ja, macht Sinn. So, was haben wir hier oben noch? Da haben wir auch noch ein Buch. Ach, nochmal Physikbücher. Okay. Alles klar, da steht dasselbe. Wir haben es gefunden. Was haben wir hier? Überlebensfaden 2024 mit dem Huhn dran. Oh, wie cool, Alter. Eine alte VHS-Kassette. Oh, wie geil. Cool. Ein humorvoller Überlebensfaden, aufgenommen von einem Freund von Opa. Sie haben sogar ein paar Aufnahmen aus einem Film herausgeschnitten und dort drauf gemacht. Ich glaube nicht, dass solche Ratschläge nützlich sein können, aber um ehrlich zu sein, ist die Situation irgendwie meiner seltsamen ähnlich. Da ist sogar das Huhn. Ja. Gut, das haben wir alles. Haben wir sonst noch irgendwas? Hier ausschalten. Das können wir noch untersuchen. Kalender September. Ein typischer Kalender mit Mädchen. Miss September. Opa liebte und sammelte solche Dinge akribisch. Ich erinnere mich, dass Miss Dezember aus Großvaters Sammlung in meiner Kindheit einen modischen bemalten Schnurrbart bekam. Und mein Arsch nach diesem Vorfall einige Schläge von Großvaters Gürtel. Ach, wie schön. Okay, hier kommen wir raus.
Ich glaube, wir haben soweit, glaube ich, jetzt alles gesammelt. Ne? Hier oben ist noch, hier ist noch Futter und so. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Tutorial weiter. Finde die Sprechanlage oder werde depressiv? Okay, Sprechanlage. Ist das Videokassette eigentlich? Ah, hier können wir das Video gucken, was wir gerade gefunden haben. Ist das die Sprechanlage? Onboard-Radio. Oh, eine Toilette. Stimmt. Das ging auch. Wo ist die Sprechanlage? Ist die hier? Oh, was haben wir hier? Haustelefonnummern? Was? 2U33B? Was zu Hause? Unsere Hausnummern. Ich kann sie natürlich nicht erreichen. Nun, es gibt niemanden zum Anrufen. Es sei denn, ich will die Kakerlaken grüßen. Okay. Hier haben wir auch noch Zettel. Notiz. Vergiss nicht, das Huhn zu füttern. Ich habe es völlig vergessen. Sommer 2008. Ach, wie schön. Sieht aus wie Indien. Aus irgendeinem Grund habe ich nie gefragt, wo dieses Foto her ist. Okay. Gut. Das finde ich schon wieder die Musik wieder ein bisschen leise. Ich würde auch trotzdem gerne einmal ein bisschen so, ein bisschen vielleicht doch ein bisschen lauter wieder machen. So, speichern. Ja, so ist schon wieder ein bisschen besser. So, ist das das Sprechanlage? Ach, hier. Was? Um die Antenne anzupassen, müssen es alle gehen. Okay, überprüfe die Antenne. Okay, anscheinend können wir nicht. Muss ich jetzt Raumanzug entfernen? Aber wir haben noch einen an, oder? Ändern? Was heißt ändern? Unbekannter Raumanzug. Achso, man kann hier... Ah, verschiedene. Okay, man kriegt wahrscheinlich später verschiedene. Okay, wir müssen jetzt erstmal in... A source of increased radiation is detected. Probably this is the central core of the liner. Be careful, the radiation will kill you instantly in such a suit. Okay. Wasserflasche. Haben wir neuen Dings. Gefrorenes Eis aus allen Richtungen kann... Okay, wir müssen zur Antenne. Wo ist die Antenne? Da. Wir haben nicht viel Sauerstoff. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben nicht... Call. Try to adjust the antenna. You've got great engineering skills. You have broken the antenna completely. Now you will need some special equipment and interphone activation codes, which are encrypted in the memory of the steering wheel, if it's still intact. Oh, warte mal. Das würde ich noch mitnehmen. 16 unten links sieht man jetzt da den Sauerstoff. Und unten links sieht man auch Essen und Trinken. Wir müssen also auch trinken. Und Genosse, achte auf deine Gesundheit. So, okay. Das wird man später auch wohl leveln können, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Die Sprechanlage ist defekt. Was? Shelly Kommunikation, ja. Ja, wie mache ich das? Ach, da müssen wir noch hin, nach außen nochmal. Okay. Da war ich jetzt zu übereifrig ein wenig. Ja, und was soll ich sagen? Ich mag das tatsächlich gar nicht glauben, dass ich jetzt hier ein Let's Play aufnehme für YouTube. Und ja, ich It looks great news. Using my ingenious two-digit password matching algorithm, I managed to hack the interphone activation codes. Now all that's left is to build a cryptographic debugging station and reconfigure the interphone using these codes, which will take about 5 years with your current skills. Remember that you are still able to become depressed. Ja, dass ich hier sitze jetzt und es ist unfassbar. Oh, cool. Können auch andere Musik noch hören. Was gibt's noch? Mal hören. Okay, irgendwas Melancholisches. Rechts sieht man übrigens Gefahr. Halte dich fern unten rechts. Also Radioaktivität. So, machen wir erstmal hier Sprechanlage. Hä? Erstelle eine Debugging-Station. Ach so, die müssen wir jetzt herstellen. Okay, das heißt, ich werde jetzt... ins Inventar gehen. Wo haben wir denn das Baumenü? Das ist unser Inventar, das haben wir alles gesammelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen die ganzen Familiensachen noch irgendwie weglegen. Errungenschaften. Ein unsterbliches Huhn ist auf einem Stock. Ist ein hervorragendes was? Bitte was? 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 Künstler? Es ist warm in Unterhosen und man kann überwintern, wie man eine ganze Menge davon hat. Debugging-Station. Okay, hier sind die Quests, Rezepte, Nahrung, Ausrüstung. Oh Gott. Das, oh, Fahrzeuge gibt es mittlerweile schon. Krass. Helm.
Werkzeuge. Kryptografische Debugging-Station, die brauchen wir. Alkohol. Verbrennt gut, tötet Bakterien, wärmt den Körper. Oder wärmt Bakterien auf und tötet den Körper. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Okay, machen wir hier. Wir brauchen zweimal Metall und Kabel. Das heißt, wir müssen ein bisschen was sammeln. Das heißt, wir gehen nochmal raus. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das war Metall hier, ne, oder? Du brauchst einen handlichen Schaber. Okay. Dann lass noch mal gucken. Ich ändere hier noch mal die Musik so ein bisschen. Können wir denn einen Schaber herstellen? Ausrüstung? Werkzeuge? Bohrer? Module, Blöcke, Dekoration. Dekoration? Lol. Okay. Aber wie stelle ich den denn her, wenn wir doch kein Metall haben? Okay, wir können uns hier auch sogar ausrüsten noch. Aber wie stelle ich denn jetzt die Debugging-Station her? Oder kann ich hier benutzen? Ausrüstung. Unzureichende Ressourcen. Ja. Ressourcen. Objekte. Ausrüstung. Essen, Wasser. Ja, können wir herstellen. Haben wir. Können wir mal machen. Wie war das mit der Ausrüstung? Zweimal Metall und Kabel. Ich glaube, da müssen wir nochmal raus. Was haben wir hier eigentlich? Beschichtung. Okay. Vielleicht finden wir auch Metall einfach hier. Was ist das denn hier? Was ist das? Uah. Tonbandgerät. Braucht man einen Schaber für. Hier kann ich wieder Wasser mitnehmen. Ah, hier. Veredeltes Metall. Alles klar. Hier liegt auch Metall, kleinere Kugeln rum. Muss natürlich ein bisschen auch aufpassen auf unsere... Wie geil das immer noch aussieht. Ne? Ich muss sagen, das ist halt einfach unbeschreiblich. Bin immer noch sehr beeindruckt. So, ich muss ein bisschen gucken. Was haben wir hier noch? Da ist eine Tasse. Ja. Sauerstoff ist nicht begrenzt, ja. Tasse. Untersuchen. Opa hat es geliebt, junge Mädchen auf Raketen mitzunehmen. Deshalb hab ihm seine Kollegen die Tasse und den Titel Chef-Womme sein. Womanizer. Unfair, denn Opa hat sie nur mitgenommen, um nur mit seiner Rakete. Aber er hat die Tasse trotzdem behalten und hat immer darüber gelacht. So, der Griff ist da. Der Griff ist da. Oh Gott, Alter, wie gut. Okay, wir brauchen noch mehr Metall. Wo ist noch Metall? Kleine Metallkugeln? Da hinten. Und wir dürfen nur nicht zu weit weg, das ist das Problem. The sensors report the presence of some nearby cooling gel. Its microscopic particles can settle in the glass of the spacesuit, forming some beautiful frostwork, which can lead to visibility deterioration. Ja, der Sprecher nervt ein bisschen. Tatsächlich, aber das ist nicht so schlimm. Soll uns jetzt im Prinzip erstmal nicht nerven. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt, glaube ich, Metall, ne? Ich glaube, wir können hier jetzt, glaube ich, genau, veredeltes Metall haben wir sogar, glaube ich, auch. Können wir schon? Wir brauchen zweimal Kabel. Ich weiß nicht genau, ich guck mal eben hier, guck mal, Enzyklopädie, Ressourcen, Gummi, haben wir auch Kabel hier? Da, Kabel. Kabel. Der einfachste Weg, etwas Draht zu bekommen, ist von abgerissenen Kabeln, die aus den Trümmern herausragen. Das Wichtigste ist, eine elektrische Entladung zu vermeiden. Du kannst auch Kabel von elektronischen Geräten bekommen. Okay. Das heißt, wir müssen nochmal raus und müssen nochmal Kabel holen. Weil hier müssen ja irgendwo wahrscheinlich Kabel rausgucken. Würde ich jetzt mal verwetten. Oh, ich finde das so schön, hier durch den Weltraum zu fliegen. Hier irgendwo. Steuereinheit. Kann ich nicht benutzen.
Be careful with the vacuum breakdowns. An electric shock of such power can lead to the failure of my systems, and I can't guarantee the safety of your corpse before the arrival of the funeral team. Okay. Ja, 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 ja. Wie die Musik auch umschwankt, wenn man dann, wenn man tatsächlich, kurz vorm, ja, Abnippeln ist oder so. Okay. Finden wir denn jetzt hier noch? Da ist Kabel, glaube ich. Da oben. Wenn ich das richtig sehe. By the primary analysis of the destruction, most of the passengers of the liner died. This might be the biggest catastrophe in the history of astronautics, the reasons for which are yet to be clarified. Muss man genau hingucken, dass man hier alles findet. Ist aber tatsächlich ganz cool gemacht, muss ich sagen. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen, wo ich es gespielt habe. Aber wie gesagt, ist schon ewig her. Es ist schon ewig her, wo wir hier waren, tatsächlich. So. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alles. Jetzt können wir, glaube ich, loslegen, ne? Ja. Dann erstellen wir mal den kryptografischen, die Debugging-Station. So. Okay, die haben wir jetzt hier drin. Die fortschrittliche professionelle Ausrüstung für die Verteidigung von Streaming-Informationen mit kryptografischer Verschlüsselung über interne Software-Netzwerke. Okay, dann machen wir das mal. Nimm die Debugging-Station mit, haben wir. Auf die 1. If you're sure that this is exactly what was on the blueprint, then try to reconfigure the receiver. If you have any doubts concerning it, then you will eventually suffer an electric shock, and then your spacesuit will automatically take your body measurements to order a coffin from our company. Thank you for choosing the Global Funeral Agency. Dann debuggen wir das mal. So, es geht! Nach Hilfe rufen. Okay, wir rufen nach Hilfe. Moment, warte mal, ich mach mal eben hier... Schalt mal um. Hilfe! Achtung, Überlebender. Der Rettungshut Tele Hoffnung wurde vom nächstgelegenen Evakuierungspunkt zu ihrem geschickt. You need to get to the extraction point yourself, getting past the radiation. However, it's impossible to do this with your current skills. To increase your level, you need to create some crap imposed by the developers. Was? Achtung, Überlebender. Der Rettungshut Tele Rettungshutle Hoffnung wurde vom nächstgelegenen Evakuierungspunkt zu ihrem geschickt. Aufgrund einer leichten Motorstörung beträgt die geschätzte Ankunftszeit der Retter 4369 Jahre. Was? Das heißt, wir müssen 4369 Jahre hier aushalten. Ja, das wird ja lustig. Ja. Was wollte ich gesagt haben? Ich würde sagen, für die erste Folge soll es das erstmal gewesen sein. Wir werden noch viel, viel weiter hier erleben und auch noch in den Weltraum fliegen. Wir werden wahrscheinlich noch ganz viele Abenteuer erleben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Denn, ja, ich hab Spaß. Was? Babe. Unglaublich, Überlebender. Ich sehe deinen Avatar online. Was? Was? Unten? Was? Das Bild? It wasn't possible to determine the coordinates of the survivor. Communication only works on reception, which gives a good reason not to respond and not to be distracted, despite the objections of the hormonal system. Und ich sehe schon die Zeit. Eigentlich wollte ich nur 20 Minuten aufgenommen haben, aber wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde. Und ja, was wollte ich gesagt haben? Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Kann ich mich hinsetzen? Nein, ich glaube nicht. Okay, aber hinlegen kann ich mich. Ausruhen, das kann ich machen. Warte mal, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ich habe einen Rückenkratzer bekommen. Na, super. Ach, da liegt auch Kabel, nee, Gummi, guck mal. Gar nicht gesehen. Und eine Kiste liegt drauf. Und ein Kissen. Ich würde sagen, ich ruhe mich aus. Ausruhen nicht möglich. Dann mache ich das nicht. So, und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sag, also mir macht das Spiel auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich weiß nicht, wie es für euch ist zum Zugucken. Und, was fast unvollendet? Du kannst damit einige Tricks üben oder in den Lüftungsschacht schieben, um Selbstmord zu üben. Was? Okay. Mir macht das Spiel auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und ja, ich weiß nicht, wie es zum Zugucken ist. Müsst ihr mal schreiben in die Kommentare. Ich lese die ja dann immer gerne durch. Und, ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie viele Folgen es werden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Und bis dahin würde ich sagen... Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.